Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr meinen Film zum Thema Brauchen wir noch Tierversuche geguckt habt und so fleißig kommentiert habt. Und wie immer an der Stelle möchte ich jetzt auf ein paar von euren Kommentaren eingehen. Und zwar schreibt Christina, ich könnte heulen. Was kann man denn selbst tun, außer tierversuchsfreie Kosmetik zu kaufen? Also das mit der Kosmetik war ein Aspekt, der sehr, sehr oft kam und den wir, glaube ich, im Film hätten klarer herausstellen müssen. Und zwar ist es so, dass es für das Verbot von Kosmetik, die an Tieren getestet wurde, in der EU seit 2004 Regelungen gibt, die zuletzt 2013 verschärft wurden. Heute darf also keine Kosmetik in der EU verkauft werden, für die Tierversuche gemacht wurden, nicht im Inland und auch nicht im Ausland. Ausgenommen von der Regelung sind aber Substanzen, für die es eine Anwendung in anderen Bereichen gibt, wo Tierversuche eben erlaubt sind. Und zur Frage, was man denn selbst tun kann, ja, schwierig. Ich habe gesehen, dass einige von euch viele Petitionen von Tierschützern gegen Tierversuche verlinkt haben oder Petitionen gegen die Schließung des LPTs. Das ist natürlich was man machen kann, genauso wie zu den Demos gehen, wenn man denn der Ansicht ist, dass Tierversuche ethisch nicht vertretbar sind. Ich finde aber noch ganz wichtig, dass man, bevor man sich sein Urteil bildet, wirklich sehr differenziert mit beiden Seiten auseinandersetzt. Und das heißt auch mehr, als nur diesen einen Film zu gucken, denn das Thema ist so komplex, dass es ganz, ganz viele Infos gibt, die wir jetzt nicht einbringen konnten, die aber trotzdem nicht uninteressant sind. Deswegen hatte ich euch in der Endcard ja auch sowohl die Seite von Tierversuche verstehen, als auch die Seite von Ärzte gegen Tierversuche verlinkt, damit ihr auf beiden rumgucken könnt und euch da eure Meinung bilden könnt. Tierversuche verstehen hat mir auch gesagt, dass sie grundsätzlich offen sind, dass jeder mal anrufen kann bei denen, wenn er irgendwie Fragen hat. Oder dass jeder auch ruhig mal bei zum Beispiel der nächsten Uniklinik anfragen soll, ob man selber nicht mal vorbeikommen kann und sich so ein Labor angucken kann oder mit Menschen sprechen, die Tierversuche durchführen. Ihrer Ansicht nach wären die meisten Forscher da relativ offen. Und ich kann nur sagen, das hilft auf jeden Fall bei der sachlichen Urteilsbildung in dem Thema, wenn man wirklich auch mal mit Menschen spricht, die das machen und sich nicht nur auf so Bilder verlässt bei der Urteilsbildung. Und damit kann man eigentlich ganz gut überleiten zum nächsten Kommentar. Und zwar schreibt Juju Blue, liebes Y-Kollektiv, dieser Film war mir zu wenig umfangreich. Ich hätte gerne noch etwas in Richtung Kosmetikindustrie gesehen und ob es da nicht schon längst Alternativen für Tierversuche gibt. Das mit der Kosmetik habe ich ja eben schon erwähnt, aber mir ging es hier so ein bisschen um das zu wenig umfangreich. Dazu kann ich nur sagen, das stimmt. Also dieses komplexe Thema in 25 Minuten in all seinen Facetten abdecken, zu erklären zu wollen, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen haben wir uns auf die Infos beschränkt, die wir am zentralsten fanden. Aber nochmal zu den Alternativen. In der Kosmetik ist es tatsächlich so, dass da zum Beispiel künstliche Haut zum Einsatz kommt. Die ist laut Dr. Kurz von der Charité gut einsetzbar für kosmetische Tests, aber eben noch nicht perfekt für so medizinische Untersuchungen. Und ich habe ihn auch gefragt, was denn seiner Einschätzung nach Alternativen in der Forschung sind, die den Tierversuch möglicherweise mal komplett ersetzen könnten. Und er hat mir von dem sogenannten Multi-Organ-Chip erzählt. Das ist ein Chip, auf dem Mini-Organe nachgezüchtet werden und dann in Verbindung gebracht werden, um so eben einen lebenden Körper zu simulieren. Aber die sind jetzt einfach noch nicht so weit, dass sie es schaffen, komplexe Zusammenhänge darzustellen und vor allen Dingen auch das Zusammenspiel von verschiedenen Systemen und Organen so darzustellen wie in einem lebenden Körper. Das geht Stand jetzt einfach noch nicht, aber seiner Einschätzung nach kann es sein, dass es in den nächsten Jahren soweit sein wird, dass man mit diesem Chip auf viele Tierversuche, die jetzt stattfinden, verzichten kann. Dann möchte ich noch eingehen auf Chrissy Fable. Wie wäre es mit einem kleinen Teil gewesen, der zeigt, was die Tierforschung bisher erreicht hat? Zum besseren Verständnis, wo der Zusammenhang besteht zwischen zum Beispiel Ratten und Mensch. Dazu kann ich nur sagen, da hast du vollkommen recht. Die Info noch einfließen zu lassen, wäre rückblickend auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen, glaube ich. Deswegen möchte ich das gerne nachreichen und hier mal drei Beispiele anführen, was medizinische Erfolge sind, die wir durch Tierversuche erlangen konnten. Zum einen ist das unser Wissen über erfolgreiche Bluttransfusionen. Das ist entstanden durch Tierversuche an Hunden, Meerschweinchen und Kaninchen. Dann gehen Herzschrittmachern Untersuchungen an Hunden voraus, die den Einfluss von elektrischen Reizen auf die Herztätigkeit zeigten. Und die ersten Herzschrittmacher wurden dann erfolgreich an Meerschweinchen und Kaninchen getestet. Und auch die Methoden zur Behandlung von Krebs, also Strahlentherapie, Chemotherapie und Operationen,
sind heute bei uns möglich, weil sie eben in der Vergangenheit erfolgreich an Tieren getestet wurden. Es gibt natürlich noch mehr medizinische Erfolge, aber jetzt alle aufzuführen, würde, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Die könnt ihr aber auf tierversuche-verstehen.de zum Beispiel nachlesen. Dann schreibt Saskia, Tierversuche sind normal nicht wie im oben gezeigten Labor. Abgesehen davon schreit keine Firma freiwillig danach, nach einer solchen Freigabe, weil Tierversuche rein wirtschaftlich nur teuer und aufwendig sind. Gerade an größeren Tieren, also alles außer Mäusen und Ratten, wird ein Tierversuch ungern und extrem selten durchgeführt oder geplant. Über diesen Punkt habe ich auch lange mit Andreas Kurz von der Berliner Charité gesprochen. Und dass Tierversuche sehr teuer sind und sie allein deshalb eigentlich niemand ausführen würde, wenn es eine gute, ausreichende Alternative dazu gäbe, stimmt seiner Einschätzung nach. Auf der anderen Seite hat er gesagt, dass man natürlich auch sehen muss, dass Pharmaunternehmen ein Interesse daran haben, Medikamente möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Und da ist eben der Tierversuch die Methode, die Stand jetzt zu den schnellsten und zuverlässigsten Ergebnissen führt. Wenn es aber eine Alternative gäbe, die genauso gleichwertig gut funktioniert und günstiger ist, würden die natürlich auch ein Interesse daran haben, Geld zu sparen. Also das stimmt, der finanzielle Aspekt ist einfach auch teurer als Alternativen. Und dann möchte ich auch noch eingehen auf den Punkt mit den Ratten und Mäusen. Das ist was, was im Film hätte vielleicht auch noch klarer sein müssen, dass eben nicht diese Bilder, die wir im EPT gesehen haben, also Versuche an Beageln, Katzen, Affen, dass das nicht der Großteil ist der Versuche, die in Deutschland stattfinden, sondern tatsächlich werden Versuche an Mäusen und Ratten am häufigsten durchgeführt. Ich habe da mal in die Zahlen geguckt und zwar war es so, dass im vergangenen Jahr 68% der Tierversuche an Mäusen durchgeführt wurden, 13% an Ratten und zum Vergleich 0,1% an Hunden und 0,1% an Affen. Also ne, da ist schon eine große Diskrepanz vorhanden. Und auch noch interessant ist die Info, dass Affen besonders häufig in der Hirnforschung zum Beispiel zum Einsatz kommen, weil ihr Gehirn unserem sehr ähnlich ist. Und außerdem spielen sie für die Untersuchung von Infektionskrankheiten zum Beispiel eine Rolle, da ihr Immunsystem ähnlich funktioniert wie unseres. Bei Hunden werden oft die Untersuchungen von Impfstoffen gemacht oder Herzkrankheiten. Und bei Katzen geht es oft um die Erforschung des Nervensystems und der Sinnesorgane. Und zum Schluss möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen von einem User, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Lawrence Wolquarzen oder so. Das ist kein Journalismus, das ist emotionalisierende und tendenziöse Berichterstattung, die sich hip, cool und transparent gibt. Natürlich ist die Quälerei fürchterlich und moralisch nicht zu rechtfertigen, außer man legt humanistisch besonders hedonistische Werte an. Aber muss man dann durch subjektive Reaktionen und Kommentare noch besonders auf die Tränendrüse eindreschen? Gerade bei so anstößigen und kontroversen Themen gilt es ruhig, sachlich und möglichst neutral zu bleiben. Also, dazu möchte ich sagen, dass das natürlich meine Meinung sein kann und das akzeptiere ich auch, dass dieser Bericht so emotional war. Es ist aber unser Konzept, transparent zu machen, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel auf die Szene anspielst, wo ich vor dem LPT war und mir die Hunde angeguckt habe oder auch in dem Interview mit Friedrich Mölln, ne, und von durch das Jaulen der Hunde unterbrochen wurde, dann habe ich das mit reingenommen, weil ich deutlich machen wollte, wie ich mich fühle gerade in dem Moment und dass mich dieses Thema eben nicht kalt lässt und auch um den Zwiespalt auszudrücken, in dem ich mich da befunden habe, weil ich finde, jeder, der die Bilder sieht oder dann tatsächlich auch mal vorm LPT steht und diese Hunde hört, das ist verdammt schwer, da sich noch mit der anderen Seite auseinandersetzen zu wollen, wenn man ganz schnell dazu neigt, zu sagen, ich möchte das nicht. Aber ich fand es eben wichtig, diesen Zwiespalt auch durch meine Emotionen deutlich zu machen, weil das, glaube ich, ein Zwiespalt ist, in dem sehr viele stecken bei der Abwägung der Entscheidung für dieses oder der Bewertung für dieses Thema. Und deswegen habe ich das so gemacht. Aber zu sagen, dass das kein Journalismus ist, finde ich, das kann man nicht sagen. Da bin ich anderer Meinung. Und gerade bei so kontroversen Themen war es mir auch oder es ist mir immer wichtig, wenn man sich auch mit der Gegenseite auseinandergesetzt. Das habe ich auch getan für diesen Film. Aber gut, das war, glaube ich, ein ganz guter Querschnitt eurer Kommentare. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Gucken und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut!